Was geht ab, Sixy Unicorn am Start? Hallo, ich bin's Niki und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin jetzt gerade am Haflingermarkt und hier werden auch 3 Fohlen verlost. Ich war letztes Jahr auch schon da, Video von letztem Jahr verlinke ich euch gerne hier oben. Und ich bin nicht alleine angereist, sondern die Anita ist mit mir angereist. Also ich bin mit ihnen mitgefahren, sagen wir so. Und ja, wir sind jetzt gerade angekommen, werden uns dann natürlich gleich Lose kaufen und die Fohlen noch anschauen. Ich weiß halt nie wirklich, will ich wirklich ein Los gewinnen oder nicht? Ich werde mir ein einziges Los kaufen. Meine Besitzerin hat mich gebeten, ja auch ein einziges Los zu kaufen. Das heißt, wir haben dann 2 Lose. Ja, weil was macht man dann eigentlich mit einem Los? Also was würdest du damit machen? Schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn du ein Fohlen gewinnen würdest, was du damit tun würdest. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es nicht doch verkaufen würde. Ich weiß nicht. Mehr Informationen darüber später. Also wir sind schon, also übrigens Anita, hallo Anita. Wow, Pferd hat auch gegrüßt. Wir sind schon auf dem Weg zu den Losen. Heute ein bisschen langsamer unterwegs. Ich weiß nicht, an wem das liegt. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Sag ein Los, ich darf nicht mehr als ein Los kaufen. Das ist voll fad, wenn man nur ein Los kauft. Ich kaufe sicher mehr. Das ist gerade unser Ausblick mit Bergen und mega vielen Haflingern im Hintergrund. Und richtig, richtig viele Menschen. Gute Belagerung. So, wir haben schon unsere Lose und es wurden wirklich nur 2, also eins für mich und eines für Winnies Besitzerin. Genau. Wir versuchen jetzt herauszufinden, welche für die Verlosung sind. Ja, wir müssen jetzt alle Züchter durchfragen und dann hoffentlich wissen wir es. Jetzt habe ich eine mega hübsche Haflingerstute gesehen, aber die versteckt sich da halt gerade mit einer richtig schönen Mähne. Seht ihr das? Und es sieht noch nicht einmal das Ende. Das ist richtig, richtig heftig. Ich bin gerade auf der Suche nach Blässen. Und zwar die hat, finde ich, eine voll süße Blässe. Aber jetzt habe ich auch schon Pferde gefunden, die gar keine Blässe haben. Und ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich zeige euch das mal. Bei dem seht ihr nämlich, das hat gar keine Blässe. Das ist nur so einen ganz kleinen Punkt, was man sieht. Ja, stimmt es mal auf jeden Fall hier oben ab, was ihr am schönsten findet. Blässe oder keine Blässe? Manche Fohlen haben so ein schönes Half da oben, so wie dieses. Ein bisschen zu klein, würde ich sagen. Aber Leder und vorne Glitzer. Manche haben dann wieder voll das abgefuckte Halfter. Ich verstehe das gar nicht. Wahnsinns-Schopf und Wahnsinns-Mähne. Aber eigentlich eher der Schopf. Richtig, richtig arg. Da habe ich eine Blässe gefunden, die mir richtig gut gefällt. Und zwar nur so ein kleiner Punkt. Und die finde ich richtig, richtig schön. Ich habe den nämlich gerade vorgestellt und gesagt, dass er eine richtig hübsche Blässe hat. Das finde ich fast sogar am süßesten. Schon, schön, oder? Das ist so süß. Wir machen jetzt einen Fake Boomerang. Ja, Fake Boomerang. Miau. Wir haben uns jetzt eine Bowle gegönnt und sie ist richtig gut. Genau. Mit Pfirsich oder Nektarinen oder sowas drinnen. Aber ich hätte lieber gern Erdbeeren oder Himbeeren. Echt? Oder so, also ich finde ihn echt gut. Kost mal. Yummy. Und dann Live Reaction. Und wie findest du es? Ja, Erdbeeren wäre besser. Aber auch gut. Ich finde es sehr gut. Wir warten noch, bis sie uns endlich die Verlosungsfohlen zeigen. Ah ja, das wissen wir noch immer nicht. Ja. Da kommt das erste. Okay, nicht ganz so meine Farbe, muss ich sagen. Aber Fohlen mit grünem Halfter, oder? Ja, grünes Halfter. Nummer 2 kommt jetzt auch mit roten oder orangenen roten Halfter. Roten Halfter. Das ist hübsch. Angeblich sind es 2 Hengste und eine Stute.
Und da das dritte im blauen Halfter. Oh mein Gott, das ist mega schön. Oh mein Gott. Na, ich glaube, ich finde das zweite am hübschesten. Eier. Es geht um Eier, Leute. Ich will einen Fohlen. Und um zu zeigen, wie riesig dieses Brot ist, das ist fast so groß wie dieses Mädchen. Verlosung vom ersten Fohlen. Oh oh. 0, 5, 3, 0. 350. Schon wieder ein Mädchen. Das Los mit der Nummer, und ich fange wieder von hinten an. 7, 8, 9, 0. Jedenfalls haben wir eben nichts gewonnen. Es hat nicht mal für Eier oder eine riesen Salzstange gereicht oder für Erdäpfel, wie ich schon gesagt. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Also wir müssen noch auf die Nita warten, die humpelt uns noch hinterher. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr solche Sachen wollt, wenn ich auf irgendwelchen Märkten bin, dass ich euch mitnehme, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schauen wir nach oben. Und kostenlos abonnieren natürlich nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!